wir noch im Thema Jurassic Park bleiben? Das habe ich denn da oben noch aufgeschrieben. Eins in den Chat für Jurassic und zwei für Godzilla Kong. Was habe ich nochmal gesagt? Eins für Godzilla oder zwei? Scheiße, ich muss mir das nochmal anhören. Ah, auf Twitch kannst du wieder nicht zurückspulen. Naja. Sorna Episode 3, Stalker in the Grass. A Lost World Jurassic Park Horrorfilm Series. Das ist doch schon geil. Da habe ich jetzt Bock drauf. Dann gucken wir uns einfach das an. Und die andere Nummer schauen wir uns aber auch noch an. Keine Sorge, das müssen wir uns auch noch reinziehen. 11 Minuten, das ist sogar relativ lange. Für die Kurzfilme. Dann gucken wir da mal rein. Wir haben uns die anderen Parts auch schon angeschaut gehabt. Ich habe die auch, meine ich, auf meinem YouTube-Reaction-Kanal alle hochgeladen. Im letzten Part haben wir den Kampf zwischen T-Rex und Spinosaurus gehabt, meine ich, ne? Cool, ich dachte, jetzt geht's hier um Velociraptoren. Ich habe erst letztens ein Video über den Dilophosaurus gemacht und mich noch darüber beschwert, dass wir halt nie einen erwachsenen Großen gesehen haben. Der ist jetzt ein Großer, oder? Sieht zumindest so aus, als wäre das hier keine kleine Variante vom Dilophosaurus. Das ist schon geil. Wer ist denn Ali Awada? Ali Awada ist ein YouTuber, der extrem geniale Kurzfilme macht, so wie den jetzt hier. Er schnappt sich bestimmte Themen raus, wie zum Beispiel auch aus den Büchern bestimmte Clips und dreht die einfach selber nach. Das hier ist Ali, der ist jetzt inzwischen selber als Schauspieler in seinen eigenen Videos dabei und Ali animiert alle seine Umgebungen selber mit Blender. Das ist wirklich geil, also was er alles drauf hat an Sachen, das ist schon unfassbar genial. Und im letzten Part hat er sogar den Kampf zwischen Spinosaurus und T-Rex nochmal mit eingeführt. Und seine neue Kurzfilmreihe, Webisodes, die drehen sich jetzt eben darum, dass Ali auf der Isla Sorna abgestürzt ist. Und jetzt hat er mir dann mal geschrieben gehabt, dass seine Idee jetzt dahinter ist, dass er sich verschiedene Orte auf der Isla Sorna anschauen will. Das heißt, wir erforschen jetzt selber die Isla Sorna zusammen eben mit unserer Hauptfigur hier. Das ist schon sehr geil. Wer hat gewonnen, Spino oder T-Rex? Noch niemand. Die kämpfen immer noch im Hintergrund irgendwo. Ali ist dann weggerannt. After my pounding heartbeat subsided, the feeling of being alone insidiously crawled in from all directions. I hadn't made too much of a plan after running away from the plane wreckage. Wenn ihr euch auch fragt, wie ich mir einen neuen Jurassic-Film vorstelle, wo er jetzt auch angekündigt wurde, so, tatsächlich, das wäre ein geiler Film. Nicht groß, bum bum, krach krach, sondern das hier. Now, here, I didn't feel all that much safer. Und
Und er hat auch wirklich verstanden, wie man diese Faszination der Tiere auslöst. Diese Dinosaurier-Faszination, die ist ja bei Jurassic World irgendwann verschwunden. Hier kriege ich wieder Gänsehaut, ey. Die Musik, dann die Kamera noch so ein Stück von unten, dass du eben siehst oder ein Gefühl bekommst für die Größe dieser Tiere. So muss das einfach aussehen. Okay, die Szene war eben vielleicht ein bisschen lang, wo die da einfach nur laufen. Das war ein bisschen lang gezogen, aber das passt. Das ist aber auf jeden Fall eine clevere Idee. Da würde ich sogar sagen, ja, das sehe ich auch so. Du flüchtest gerade vor einem Spinosaurus und einem T-Rex, die zwar gegeneinander kämpfen, aber wer auch immer dann den Kampf gewinnt, der könnte ja dann auch einen Fokus auf dich legen. Und dann triffst du auf einmal eine Gruppe von Stegosauriern. Was würdet ihr machen? Man würde doch bestimmt irgendwie versuchen, in der Nähe der Stegosaurier zu bleiben. Das wäre wohl am sichersten, oder nicht? Grüße zurück, Killer. Schön, dass du auch am Start bist. Ich meine, klar, du darfst auch nicht zu nah an die Tiere ran. Er wird auf dem Baum sitzen, ne? Wahrscheinlich. Ja, okay. The way I see it, what was going to take on a herd of huge defensive urchins guarding my new bed? Wann kommt The Lost Wild? They say that if you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. I don't have a plan, but tomorrow I promise I will. For now, sleep. Ich frag mich, ob er auch nochmal darauf eingeht, was passiert ist. Also auch warum der Flieger abgestürzt ist zum Beispiel, würde mich auch mal interessieren. Ob er dann auch so ein paar Flashbacks vielleicht mit einbaut, aber... Aber spürt ihr diese Inselatmosphäre? Ich finde das so gut. Okay, scheinbar hat der T-Rex gewonnen gegen den Spino. Aber es waren auch zwei T-Rexe, ne? Es waren zwei T-Rexe, die gegen den Spino gekämpft haben. Könnten Buck und Doe gewesen sein im Endeffekt. Das könnte schon sein. Ist das überhaupt ein T-Rex? Guck mal, der schleicht da einfach durch. Was für eine geile Idee für eine Szene.
ist doch eine richtig gute Idee für so eine Szene. Halt aber auch den Kontrast zu allen anderen Auftritten vom T-Rex hier saugenial. Weil den T-Rex, den kennen wir eigentlich immer nur als, ja, als Riesentrampeltier. So, der kündigt sich ja schon an, weil das Wasser anfängt zu vibrieren und du hörst dann immer schon von Weitem dieses Wum, Wum. Und jetzt hier hörst du einfach gar nichts. Der schleicht sich einfach, ich will das ganz kurz hier nochmal, der schleicht sich einfach durch das Nest durch. Übrigens geiler Shot hier auch gerade von dem Ding. Mit dem Blitzen im Hintergrund, ey, total krass. Auf jeden Fall, ey, schaut auf dem Kanal von Ali Awada vorbei. Abonniert den Kanal gerne, unterstützt den jungen, aufstrebenden Jurassic Creator auch. Ihr könnt ja mal ganz kurz abstimmen im Chat. Regisseur, wenn wir jetzt zur Wahl hätten, Ali Awada oder Colin Trevorrow, wen würdet ihr wählen? Glaube ich, nicht so schwer, die Frage. Ali, ja. Ja. Ja, dankeschön. Es ist geil, oder? Seid mal ganz ehrlich, es ist schon geil. Okay, die Herde ist scheinbar weitergezogen. Ein Brachiosaurus. Das sind immer die friedlichsten. Außer in Jurassic World Evolution 2. Das sind die größten Arschlöcher. Aber ja, wenn hier ein Brachiosaurus rumläuft und der ist nicht in Panik, dürfte jetzt hier eigentlich kein... What could it be? I didn't know. As long as it symbolized civilization, I would head towards it. Ja, das stimmt. Kein T-Rex am Start sein. Ich hab so Bock auf die kommenden Episoden noch von diesem ganzen Ding hier. Er wird noch in Forschungseinrichtungen sein, das wird noch richtig gut werden. If last night taught me anything, it was that the big predators are mostly active at night. Daylight would be my best chance of locating that tower. I was optimistic that I was making progress. Weiß jemand von euch, wie das ist? Weiß man, dass das so sein könnte, dass der T-Rex gerne in der Nacht gejagt hat oder viel in der Nacht gejagt hat? Ergibt das irgendwie Sinn? Weil ich habe mir eben gerade gedacht, ob es im Jurassic-Kanon Sinn ergibt, da würde ich sogar vielleicht schon fast sagen, nein. Weil der T-Rex hat ja eh so eine Sehschwäche gehabt. Und dass dann gerade der auch nachts jagt, ist mir eben nur so in den Kopf gekommen. Keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich irrelevant für alles, aber... I couldn't shake the feeling that something was watching me. I don't know how I know. But a whispering was telling me that I needed to stop. It was like the hairs on my arms and the air in my lungs and time itself was stuck.
as a million thoughts fought for my attention. Das hohe Gras, oder? Ich meine, der Kurzfilm heißt auch so. Ach, scheiß auf Blue. If you run, it might give chase. Stay still, and it might. This might just be in your head. Just keep moving so that you're not out in the open. Nicht ins hohe Gras laufen. Was zum Teufel? Es geht hier nicht um die Raptoren im hohen Gras. Es geht hier um das Vieh. Wie heißt das? Irgendwas mit Boa, ne? Die gibt's auch bei Jurassic World Alive, bei dem Spiel. Titanoboa, ja krass. Die Idee ist halt krass, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Super geile Idee. Die ist im hohen Gras, nicht die Raptoren. Immer was anderes reinbringen, ja geil. Wenn die jetzt in die Kamera springt. Okay, und jetzt? Er kommt einfach wieder raus. Okay, warum nicht? Ali, ey. Hier machst du jetzt einen Cut, oder was? Mann. So einer Schlange entkommst du halt auch nicht so leicht, ne? Sogar über Wasser hätte die ja irgendwie, oder im Wasser hätte die sogar schwimmen können. Ey, hier macht der einfach einen Cut.